Hallo und wieder einmal ganz herzlich willkommen bei den Nachrichten von meinem Naturgartenbalkon. Ich möchte euch heute die Biologie des Ölkäfers ein wenig nahebringen. Und wie häufig bei Parasiten könnte sie nicht schräger, nicht abgedrehter und nicht kurioser sein. Also Parasiten lassen sich echt immer was einfallen. Wie schon bei der Florfliege und der Zebraspringspinne zitiere ich aus diesem Buch. Witzigerweise hat der Autor exakt den gleichen Namen wie ich. Das ist schon kurios, weil es manchmal für Zufälle gibt. Per Anhalter ins Nektarparadies, der Ölkäfer. Es ist Ende April und jenseits aller Hoffnung kommt das Frühjahr nun doch langsam in die Gänge. Durch das Gras schiebt sich schaukelnd und schwerfällig ein Maiwurm. Insekten repräsentieren mit weit über einer Million Arten 4/5 des gesamten Tierreichs. Und die ebenso bewundernswerte wie undankbare Sisyphus-Aufgabe der Zoologen besteht darin, jede dieser Arten in eine systematische Ordnung einzugliedern, das heißt, eine passende Schublade für sie zu finden. Bei der Wahl der passenden Schublade scheiden sich die Geister. Das führt oft zu erbitterten, meist verbalen Duellen unter den Systematikern. Den Insekten ist es dagegen ziemlich schnurz, wie sie heißen, und auch der Volksmund ignoriert diese emsigen taxonomischen Diskussionen mit fröhlicher Unbekümmertheit. Bei diesem Wurm handelt es sich daher in Wirklichkeit um einen Ölkäfer. Trotz der fast 6000 Käferarten in Mitteleuropa lässt sich diese Gattung an den perlschnurartigen Fühlern, der schwarz-blauen Färbung, dem weichhäutigen Körper, dem klar abgesetzten Kopf und dem massig aufgetriebenen Hinterleib einigermaßen sicher bestimmen. Vor allem bei den Weibchen sind die Deckflügel stark verkürzt. Es sieht aus, als hätte der Käfer versehentlich seine Kinderflügel behalten. Die sonst bei Käfern üblichen häutigen Hinterflügel, die in Ruhe sorgfältig gefaltet über dem Deckflügel liegen, fehlen komplett. Schon beim ersten Blick wird klar, hier stößt die Aerodynamik an ihre Grenzen. Der Maiwurm fliegt ungefähr halb so gut wie eine Auster, nämlich gar nicht. Hier ist also lebenslängliches Walking angesagt. Auch die Bewegungen am Boden wirken eher schwerfällig. Wenn man die Familie der Sandlaufkäfer als die Gazellen der Käferwelt betrachtet, handelt es sich hier eher um die Schildkröten. Schuld daran ist bei den Weibchen der unförmig aufgetriebene Hinterleib, der 4000 bis 10.000 Eier enthalten kann. Den Grund für diese Eierschwämme werden wir später noch erkennen. Der unbeholfene Krabbler scheint zunächst eine leichte Beute für Insektenfresser zu sein, aber er hat zu seinem Schutz einen raffinierten Verteidigungsmechanismus entwickelt. Bei Gefahr oder Störung lässt er aus Poren in den Beingelenken aktiv bernsteinfarbige, ölige Blutflüssigkeit austreten, das sogenannte Reflexbluten. Dieses Verhalten ist vor allem auch von den Marienkäfern gut bekannt. Das Ausscheiden eines obskuren Tropfens allein würde jedem potenziellen Liebhaber eines Käferbuffets nur ein müdes Lächeln abbringen. Aber die Blutflüssigkeit enthält ein hochwirksames Reiz- und Nervengift, das Cantharidin. Der Philosoph Sokrates setzte 399 v. Chr. Seinem Leben durch den legendären Schierlingsbecher ein Ende. Auch das aus Käfern gewonnene Cantharidin wurde damals im griechischen Altertum häufig zur Vollstreckung von Todesurteilen durch Gift eingesetzt. Nicht unbedingt ein schöner Tod. Cantharidin wird zur Entfernung von Warzen, zur Hautreiztherapie, bei Giftmorden und als Aphrodisiakum eingesetzt. Vor allem beim letzten Anwendungsbereich hat die spanische Fliege als primitive Viagra-Vorläuferin Berühmtheit erlangt. Der deutsche Artname der spanischen Fliege treibt dem Systematiker wieder einmal die Tränen der Verzweiflung in die Augen. Zum einen handelt es sich bei dieser Fliege natürlich ebenfalls um einen waschechten Käfer. Zum anderen findet man ihn nicht ausschließlich in Spanien, sondern in ganz Südeuropa und allen wärmeren Gebieten Mitteleuropas. Der getrocknete Käfer wurde zermörsert, die Genitalien mit dem so gewonnenen Pulver eingerieben. Durch die starke Reizung kam es angeblich zur Erektion. Vielleicht hätte ein Tauchbad in verdünnter Batteriesäure ja ähnliche Wirkung. Ehrlich gesagt mag ich mir das resultierende Gefühlserleben gar nicht ausmalen. Das sexuelle Verlangen selbst wird durch die Einnahme von Cantharidin nicht gesteigert. Das glaube ich nun wirklich aufs Wort.
Bei der oralen Einnahme kommt es angeblich ebenfalls zu schmerzhaften Dauererektionen. Überdosierung kann zu bleibender Impotenz, Kreislaufkollaps und Nierenversagen führen. Zusammenfassend scheint mir persönlich Cantharidin zum Einsatz beim Giftmord deutlich geeigneter zu sein. Aber zurück zu unserem Käfer und zu den eingangs erwähnten Eiermengen von bis zu 10.000 Stück. Unser Weibchen legt seine Eier in mehreren Portionen in selbstgegrabenen Erdlöchern ab, die anschließend wieder zugeschaut werden. Darin erschöpft sich ihre Sorge um den Nachwuchs. Wir verlassen nun Mama Käfer endgültig und widmen uns ausschließlich der Entwicklung der Larven. Ihre Entwicklung gehört zu den unglaublichsten Geschichten aus dem Reich der Käfer. Zum besseren Verständnis vorher ein kurzer Überblick über die seriöse Entwicklung eines Insekts. Grundsätzlich lassen sich zwei Formen der Entwicklung unterscheiden: die vollkommene Verwandlung, Holometabolie, und die unvollkommene Verwandlung, Hemimetabolie. Lassen Sie sich bitte von den Fachbegriffen nicht abschrecken und vergessen Sie sie ruhig sofort wieder. Hier geht es nur um das Prinzip. Zur Veranschaulichung schnappen wir uns aus jeder Gruppe jeweils ein Ei kurz vor dem Schlüpfen. Bitte nicht fallen lassen. Aus dem ersten Ei schlüpft eine junge Heuschrecke. Obwohl sie winzig ist und noch keine voll ausgebildeten Flügel hat, wird sie selbst ein ahnungsloser Betrachter sofort als Heuschrecke erkennen. Der Chitinpanzer der Insekten kann, ähnlich wie eine Ritterrüstung, nicht mitwachsen. Daher erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Häutung. Nach jeder dieser Häutungen ähnelt die Larve dem voll ausgebildeten geschlechtsreifen Insekt ein Stückchen mehr. Hier handelt es sich um die unvollkommene Verwandlung, Hemimetabolie. Obwohl der Vergleich natürlich ganz grässlich hängt, die Entwicklung von uns Menschen würde eher in diese Gruppe passen. Nun zu Ei Nummer 2. Aus ihm schlüpft ein bleiches, madenähnliches Etwas. Sie fragen mich, was genau? Kein Schimmer. Woher zum Kuckuck soll ich das wissen? Egal, ob es sich hier um eine Biene, eine Wespe, eine Mücke, eine Fliege oder einen Käfer handelt, in diesem Entwicklungsstadium sehen alle Larven weitgehend gleich aus. Daran ändert sich auch nach der Häutung nicht allzu viel. Zwischen dem letzten Larvenstadium und dem Vollinsekt ist eine Ruhepause zwischengeschaltet, das Puppenstadium. Erst aus dieser Puppe schlüpft schließlich irgendwann das fertige Insekt. Weitaus die meisten Insektenarten entwickeln sich auf diese Weise. Und jetzt endgültig zurück zu unserem Elkäfer. Aus den Eiern schlüpfen 2 mm große, sehr bewegliche Larven mit langen Beinen und 2 fadenförmigen Hinterleibsanhängen, die mit normalen Käferlarven, zum Beispiel einem Maikäferengerling, wirklich nicht das Geringste zu tun haben und keinerlei Ähnlichkeit besitzen. Jean-Marie Long Dufour, der völlig verwirrte Erstbeschreiber, wusste mit diesem seltsamen Gewusel zunächst gar nichts anzufangen. Verwirrte Systematiker neigen dazu, neue Arten zu definieren, daher beschrieb er diese Larve kurzerhand als Dreiklauer. Problem gelöst. Die Larven besteigen nach dem Schlüpfen die blütentypische Frühjahrsblüher wie Schaboxkraut, Buschwindröschen, Frühlingsfingerkraut und Huflattich. Diese farbigen und duftenden Plattformen dienen den Larven als Taxistand. Für ihre weitere Entwicklung müssen sie nämlich auf Gedeih und Verderb in die Nester von solitären Wildbienen gelangen. Punkt. Dabei handelt es sich ausschließlich um im Erdboden nistende Arten. Die Strategie der Ölkäferlarve ist ebenso simpel wie optimistisch. Klammere dich an allem fest, was auf deiner Blüte landet, und harre der Dinge, die da kommen. Hier handelt es sich um die Ölkäfer-Variante von Russisch Roulette, denn die Wahl eines falschen Transportmittels ist gleichbedeutend mit einem Flug in die ewigen Jagdgründe. Stellen Sie sich zur Veranschaulung dieser Problematik vor, Sie besteigen in London wahllos irgendeinen Bus und vertrauen darauf, dass er Sie genau zu Ihrem Ziel bringt. Derartiger Optimismus ist schon etwas weltfremd. Die Verluste beim Ölkäfernachwuchs sind immens. Das erklärt nun endlich auch die enorme Eiproduktion des Weibchens. Eine Larve, die ausnahmsweise eine richtige Fluglinie erwischt hat, lässt sich im Inneren der Brutzelle fallen, sobald die Wildbiene dort ihren Pollen abliefert, und verzehrt zunächst das Bienenei. Im Anschluss erfolgt die erste Häutung. Die kurzbeinige, madenartige Zweitlarve hat mit der agilen Erstlarve nicht mehr die geringste Ähnlichkeit. Sie vertilgt den Pollen Nektarbrei
und dringt anschließend in eine oder mehrere weitere Brutzellen ein, deren Inhalt sie ebenfalls radikal verputzt. Nach weiteren Häutungen gräbt sich die Larve in das umgebende Erdreich ein. Im Frühjahr verpuppt sich die Larve, aus der Puppe schlüpft schließlich der fertige Käfer und der Kreis schließt sich wieder einmal. Die Larven der spanischen Fliege scheinen unter Flugangst zu leiden oder kein Vertrauen in die Sumsum Airline zu haben. Sie marschieren nämlich gleich direkt zu den Erdnestern der Wildbienen. Besser Wasserblasen an den Larvenfüßen als diesen Ärger mit der falschen Fluglinie. Für mich ist diese völlig verrückte Art der Fortpflanzung wieder einmal ein wunderschönes Beispiel, wie ungeheuer komplex, aufregend und faszinierend die Welt der Insekten sein kann. Möge dir im Leben stets die richtige Fluglinie erwischen. Damit sind wir da am Ende angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und ciao.